Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für den Bericht auch von meiner Seite aus. Das Thema Gewalt gegen Frauen steht im Blickfeld der Öffentlichkeit und ist längst kein Tabuthema mehr. Ein breites Netzwerk an Angeboten hat sich entwickelt und wird anhand der erkannten Bedarfe weiter ausgebaut, und das ist eine gute Nachricht. Das Thema Gewalt gegen Frauen ist aber auch eines, das sehr viel früher beginnt, nämlich an einem Punkt, den die meisten Menschen gar nicht als Gewaltanwendung erkennen oder anerkennen würden. Denn die Auswirkungen sind aber seelisch und körperlich nicht weniger verheerend. Die Rede ist von psychischer Gewalt, von seelischer oder auch emotionaler Gewalt. Im Gegensatz zur hier bereits thematisierten physischen Gewalt zielt die psychische Gewalt auf die Seele, die Gefühlswelt, den Kopf und das Herz der Opfer. Sie ist ein Angriff auf die Selbstsicherheit und das Selbstbewusstsein eines Menschen. Diese Form der Gewalt ist meist nicht von außen sichtbar. Sie hinterlässt keine offenkundigen oder gar forensischen Spuren. Gerade das macht es auch für die Opfer seelischer Gewalt umso schwerer, damit umzugehen. Zu den Formen psychischer Gewalt gehören Beschimpfungen, Verspotten, Bloßstellungen, aber auch Drohung und Erpressung. Auch Stalking und Mobbing fallen darunter. Psychische Gewalt ist nicht schlimmer oder weniger schlimm als körperliche Gewalt. Denn bei beiden Gewaltformen wird das Opfer schwer und dauerhaft gezeichnet. Psychische Gewalt kann in körperliche Gewalt münden oder gleichzeitig mit ihr geschehen. Den Opfern von psychischer Gewalt ist es lange nicht bewusst, was ihnen widerfährt. Die Erkenntnis, ich erleide seelische Gewalt, kommt fast nie von allein, sondern zumeist durch Hilfe von außen. Opfer emotionaler Gewalt ziehen sich zurück, sie isolieren sich und sie liefern sich so dem Täter weiter aus. Die Täter werden dabei nicht selten zur einzigen Bezugsperson für die Opfer, und diese Bezugspersonen wollen Opfer nicht verlieren, so schwer das von außen auch verständlich sein mag. Ich stehe tatsächlich in Kontakt mit Frauen, die von psychischer Gewalt betroffen sind, die Netzwerke gebildet haben und sich über ihre Erfahrungen austauschen und sich Hilfestellung geben. Und viele der Schilderungen ähneln sich, auch und gerade was den Umgang von und mit Behörden betrifft. Und an dieser Stelle treffen auch mich persönlich diese Schilderungen ganz schön deutlich. Zumeist sind dies eben Jugendämter und eben auch die Polizei oder auch die Gerichte, denn es geht fast immer um Sorgerechtsstreitigkeiten, um Umgangsregelungen oder auch um Strafanzeigen. Immer wieder berichten mir Opfer emotionaler Gewalt, dass sie sich dort nicht ernst genommen und unverstanden fühlen. Es wird immer wieder geschildert, dass emotionale Gewalt nicht angemessen in die Entscheidungen bei Sorgerechts- und anderen Gerichtsentscheidungen einfließt. Neben einer Sensibilisierung und Fortbildung der Behörden in diesem Themenfeld wünschen sich die Betroffenen psychischer Gewalt, dass diese Form der Gewalt auch in Deutschland strafbar wird. Am Beispiel wird Frankreich angeführt, und auch dort ist die Schwierigkeit erkannt worden, eine Trennlinie zwischen einem mit Worten ausgetragenen Ehestreit und einer Erniedrigung zu ziehen. Dem französischen Strafrecht zufolge ist es aber strafbar, wenn das wiederholte Verhalten und die Worte darauf abzielen, die Lebensbedingungen des Opfers herabzusetzen, indem dessen Rechte und Würde verletzt oder dessen physische oder geistige Gesundheit beeinträchtigt wird. Die Beweisführung ist schwierig und sie bleibt schwierig, das ist gar keine Frage. Der große Fortschritt dürfte aber bereits darin bestehen, dass eine solche Norm der Gewalt als Delikt beim Namen genannt wird und so von der Gesellschaft nicht länger ignoriert werden kann. Und vielleicht ist das auch ein Beispiel für uns. Und es ist dann an dieser Stelle auch richtig und wichtig, das beim Thema Gewalt hier auch zur Sprache zu bringen. Das ist der Beitrag, den ich dazu leisten kann, und ich danke Ihnen, dass Sie mir dafür zugehört haben. Vielen Dank.